herzlich zu einer neuen Ausgabe von Bastelzeit TV. Neben mir steht Andrea Petersen. Ich begrüße dich hier im Studio. Ja, hallo Enkel, danke. Hallo, du hast schöne Tassen mitgebracht. Bunt und fröhlich. Ja, was genau. Ist das? Das sind Tassen, die sind beklebt mit Color Dekor 180 Grad von EFCO. Ja. Und das Besondere ist eben, sagt schon der Name, 180 Grad, man kann es zu Hause im Backofen selber machen. Also man braucht keinen Brennofen, muss sie nicht irgendwo hinbringen, sondern jeder kann das einfach ganz zu Hause für sich alleine machen. Lässt keine Wünsche offen, gibt es in Farbverlauf, das sieht man hier, gibt es in einfarbig, das ist zum Beispiel hier drunter, oder gibt es auch ganz stylisch in tollen Mustern, genau, in afrikanischen Look. Ja, super. Könnt es auch hier noch Zebra oder Giraffe. Herrlich. Also richtig die Safari-Tasse sich machen. Genau. War wunderbar. Und dann gibt es hier diese ganzen Motivstanzer. Hier liegen ein paar. Mhm. Das sind die beiden, mit denen wir heute arbeiten wollen, die ich mir ausgesucht habe. Mhm. Einfach diese Blume finde ich ganz nett, weil die nicht so gleichmäßig ist, sondern die hat so ein bisschen was. Die ist elegant, die ist gut. Und den Kreis dazu. Genau. Ja. Wie fängst du jetzt an? Wir fangen an, die Tasse erstmal abzuwaschen. Ja, okay. Weil wir müssen die einmal ein bisschen reinigen, weil ich habe die ja schon angefasst. Und es wäre jetzt so, dass da, wo meine Fingerabdrücke drauf sind, die Folie sich nachher wieder löst. Genau, deswegen wischen wir die jetzt einmal ab. Genau, gründlich reinigen. Entfetten. Genau, das reicht einfach nur so ein bisschen und dann kann man die hier, reicht auch von außen. Ich will ja nur außen was draufkleben. Ist halt nur wichtig, wenn man sie abgewischt hat. Ne? Dann nicht nochmal Genau, dass man dann eben nicht nochmal drauf fasst. So. Und das sind alles Modelle von der Firma EFCO? Genau, das sind alles Modelle von, wunderbar, von EFCO. Ja. Stanzer gibt es natürlich eine Riesenauswahl. Wir haben jetzt hier so ein paar einfach mal ausgesucht. Mhm. Und ich würde jetzt hier mit dem Stanzer anfangen. Mhm. Hier kann ich mir jetzt einfach ein paar Motive ausstanzen. Ich weiß nicht, man kann natürlich gucken, wie viele man da drauf haben will. Ja. Ne? Hier unten kommen die schon raus. Wunderbar, sehen interessant aus. Und kommt der Tiger, genau, dann würde ich den Tiger auch gleich nochmal ausstanzen. Auch drei, hier unten ist noch die Klappe dran. Praktisch, ne? Das ist nicht, genau, dann fängt das gleich auf. Mhm. Wenn man so mit kleinen Motiven arbeitet, ist das ganz geschickt, sonst fliegen die alle irgendwo rum. Ja, richtig. Die sind von hinten gehalten von so einer Trägerfolie. Ja. Und die Trägerfolie wollen wir jetzt ablösen. Und das passiert eben, wenn die jetzt hier im Wasser liegen, dann sieht man schon gleich. Man, wie lange die wellen sich schon. Man kann schon richtig zugucken. Man kann schon richtig zugucken. Also es dauert jetzt vielleicht, man merkt das schon, guck mal. Oh ja, wunderbar. Na, das geht schon hier ab. Ja. Dann können wir die abnehmen und jetzt müssen wir nur bei der Blume aufpassen, dass die sich nicht so zusammendrückt. Ja. Jetzt würden wir die hier einfach auf unsere Tasse legen. So. Da kann man die noch ein bisschen bewegen. Genau, man kann die jetzt noch, solange die jetzt hier noch ein bisschen feucht ist vom Wasser, kann man die hier so ein bisschen hin und her schieben. Und wichtig ist jetzt, dass unten drunter keine Luftblasen sein das dürfen. Klar. Weil sonst würde das beim Brennen auch abgehen. Jetzt haben wir hier so einen Rakel. Jetzt können wir hier ganz vorsichtig mit diesem Rakel das nochmal so wegziehen einfach. Dass wir sehen, aha, es ist ganz glatt. Das ist natürlich richtig ein tolles Hilfsmittel. So, und jetzt kann man immer noch, magst mir mal ein Stück ab? Ja, aber gerne doch. Zupfen. Ich zupfe dir mal einen ab. Danke. Jetzt können wir es einfach so ein bisschen antupfen und andrücken noch, weil ich habe ja auch nasse Finger, weil ich es da rausgenommen habe, damit das nicht jetzt weiter noch verrutscht. Genau, damit du das schon mal gesichert hast. Genau, und jetzt können wir einfach alles nach und nach hier immer rausnehmen. Das löst sich von ganz alleine, also muss man echt überhaupt gar nichts machen. Und kann jetzt auch den einfach drauflegen, mit dem Rakel nochmal drüber streichen. Mhm. Das ist noch zu nass, guck mal, dann rutscht es nämlich hin und her. Ja. Wenn ich es jetzt aber ein bisschen abtrockne und dann nochmal vorsichtig drüber ziehe, wunderbar, bis es so die Position hat. Ja. Genau, und dann tupfst es so trocken, dass es dann auch hält. Genau. Mhm. Und so kann man jetzt die ganze Tasse halt verzieren. Ja. Und dann muss man die jetzt einfach stehen lassen. Bevor sie in den Ofen kommt, muss die Tasse erstmal so 4 Stunden irgendwo stehen und trocknen. Also nicht gleich in den Ofen, sondern dass die Colorfolie sich richtig schön festziehen kann an der Tasse und dran trocknet. Und dann erst kommt es in den Ofen. Aber nicht föhnen oder sonst was, sondern einfach in den Raum stellen. Nur irgendwo in den Raum stellen. Ganz einfach bei Zimmertemperatur. Genau. Bei wie viel Grad wird es denn im Backofen gebrannt? Bei 180 Grad.
Eine genaue Anleitung ist auch in jeder Packung immer drin, steht auch drauf, 180 Grad, 90 Minuten. Mhm. Und wichtig ist, dass man die Tasse in den Ofen stellt und dann anmacht und dass man dann auch nach 90 Minuten den Ofen austritt und die Tasse im Ofen stehen lässt, also im Ofen rausnehmen. Nicht gleich rausnehmen, dann hat man immer die Gefahr, die Tasse ist so heiß, dann springt vielleicht das Porzellan oder so, sondern ruhig im Ofen stehen lassen. Abkühlen lassen, rausnehmen und sich dann freuen. Ja, das ist toll, das ist verstanden. Also das ist wirklich eine tolle Vielfalt, die man da an Tassen so bringen kann. Ich sag mal, hier, dies finde ich natürlich spannend hier, ne? Mit der. Ja, das ist ganz nett mit diesem Farbverlauf auch. Wir haben das hier zum Beispiel. Ja. Ne? Gibt es einmal in diesen Pinktönen, ja. Das ist da drauf, oder eben auch in Schwarz-Weiß. Ne? Ja. Das hätten wir hier. Das ist auch witzig, ja. Ganz witzig. Halten wir gleich mal daneben. Stella. Ist auch spannend. Genau, und so sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, man kann, also eine Kindertasse, genau, eine Kindertasse, Blumentasse. Das ist natürlich nur ganz herzig hier. Genau, man könnte sich also auch sein eigenes Weihnachts-, Oster- oder Muttertagsgeschirr machen, ja, wenn man möchte. Ja, genau. Für jede Gelegenheit das passende Geschirr. Wunderbar, das finde ich nur ganz süß. Ist auch mit dem Löffel noch dabei. Sind wirklich auch schöne Modelle, auf denen man gerne arbeitet. Ja, dann danke ich dir ganz doll, dass du uns das mal so gezeigt hast. Es ist wirklich kinderleicht. Ja, es ist wirklich kinderleicht. Die Abziehbildchen. Genau. Ne? Na prima. Dann danke ich dir heute für deinen Besuch hier. Ja, gerne. Und wir wünschen jetzt ganz viel Spaß beim Dekorieren ihrer Tassen zu Hause. Ich denke mal, da haben wir sie jetzt so inspiriert. Jetzt wird erstmal ordentlich gerakelt, geklebt und gestanzt und so weiter und so fort. Wir sagen für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Bastelzeit TV. Tschüss. Tschüss.